Erschrocken über das Loch in Susas Hand will sie, dass er zur Sozialversicherung geht und Invalidität beantragt. Es gibt Ärzte, die gegen Bestechung alles arrangieren. Was suchst du? Eine Wassermarke, ich kann keine finden. Eine ist noch da, in der blauen Tasse in der Vitrine. In welcher? Die, die du mir zum zweiten Hochzeitstag geschenkt hast. Ach so, die mit dem Henkel. Oder die andere, die dir heruntergefallen ist. Nun gib mir nicht die Schuld, meine Hand war voller Seife. Kaputt ist kaputt. Du hast damit angefangen. Na gut. In welcher also? Weiß ich nicht, in einer von beiden. Weißt du, wen ich heute getroffen habe? Deinen Neffen. Er hat mir ein paar Extramarken versprochen. Unser Neffe? Warum sagst du immer dein Neffe? Er ist der Sohn deiner Schwester. Bist du etwa nicht mehr mit mir verheiratet? War ein Versprecher. Wenn es um die Domingos geht, passieren dir immer diese Versprecher. Du magst ihn nicht. Warum sollte ich ihn nicht mögen? Wegen einer Lächerlichkeit. Seit er zwei Bücher aus deiner Krimisammlung verbummelt hat, kannst du ihn nicht ausstehen. Ach, sieh mal einer an. Ich war wütend, denn es waren ganz seltene Exemplare. Ich habe bedauert, dass diese Bände das graue Siegel weg waren. Ich konnte sie nie wieder ersetzen. Aber das ist schon vergessen. So verrückt bin ich auch nicht danach. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er mich auch um einige Nummern Mystery Magazine von Ellery Queen erleichtert. Ich hatte die Reihe komplett. Jetzt ist sie nichts mehr wert. Keinen Heller mehr. Am Ende ist die ganze Reihe wertlos gewesen. Als du die Stelle an der Universität verloren hast, hast du alles zu Geld gemacht. Liebe kann man nicht verkaufen. Ich habe nie verstanden, wieso ein Geschichtsprofessor so gern Kriminalromane lesen konnte. Wie vertrug sich das miteinander? Übrigens wird dein Neffe vorbeikommen und mit uns feiern. Was will er denn feiern? Habe ich dir das nicht erzählt? Da kannst du sehen, wie vergesslich ich bin. Er ist befördert worden. Jetzt ist er Hauptmann. Hauptmann? In diesem Alter? Ich war sicher, dass er immer ein guter Junge war. Fleißig und strebsam. Er wird es noch weit bringen. Wenn sie die Marke findet, werden wir für zwei weitere Tage Wasser haben. Sind wir sparsam sogar für drei. Nicht mehr. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir anschließend eine Woche lang kein Wasser haben, bis ich eine neue Zuteilung bekomme. Man spricht schon von weiteren Rationierungen, einer Neueinteilung der Quoten. Und wenn dem so ist und die Zuteilung kleiner wird, ob wir das aushalten? Im Wohnzimmer läuft der Fernseher. Auf dem Programm Unterricht im Überleben. Niemand sah sich das an, obwohl es anfangs Pflicht war. Jetzt ist es mehr als bekannt. Nachmittags ist es zum Beispiel ratsam, wegen der Sonne nicht auf die Straße zu gehen, weil die Steine glühen. Oder man muss wenigstens einen leichten Hut aufsetzen. Die Kochkurse sehen sich die Frauen noch an. Denn es gibt eine Reihe neuer Produkte, mit denen nur wenige umgehen können. Wie die grässlichen künstlichen Bohnen aus den Labors, die keine Konsistenz besitzen. Entweder werden sie im Mund zur Suppe oder hart wie Gummi, Kleber oder Gelatine. Es vergeht keine Woche ohne ein neues Produkt. Dinge, die verschwunden waren, kommen wieder. Sobald es gelungen ist, sie in den Labors des sozialen Wohlergehens nachzumachen. Wie Erdnüsse, Oliven, Tomaten, Schalotten oder Auberginen oder Kürbiskerne, die man röstete und salzte. Neulich habe ich im Schaufenster doch wahrhaftig ein Gericht aus Kürbispflanzenkeimen gesehen. Suppe aus Kürbiskeimen mit Maismehl zubereitet. An kühlen Nachmittagen oder wenn es regnete, saßen wir alle zusammen, warm angezogen zu Hause. Die dampfende Suppenschüssel wurde hereingebracht. Nein, die künstlichen Kürbiskeimlinge haben nicht denselben Geschmack wie die frischen, die wir ernteten. Immer am späten Nachmittag hinten im Garten, wo die Kürbisse schwer auf dem Boden lagen. Mich beunruhigt, dass dieses Essen aus der Ministerienindustrie nach nichts riecht.
Er weiß, auf welchem Weg es hergestellt wird. Wenn aus Urin Wasser gemacht wird, kann man sich ja vorstellen, was wir da als Essen vorgesetzt bekommen. Diese Lebensmittel sind viel zu aseptisch. Am Gaumen bleibt ein Geschmack nach Plaste zurück, der nur langsam weggeht. Mein Großvater pflegte jeden Donnerstag mit einem Korb voller Früchte zu kommen. Mandarinen, Ananas, Bananen, Erdbeeren, je nach Jahreszeit. Er kannte auch einige Geschäfte mit Naturprodukten. Es waren kleine Früchte, anders als jene glänzenden, verführerisch bunten Exemplare, die wir in den Supermärkten sahen. »Schäl dir eine«, sagte er dann, »probier mal!« Die Mandarine hinterließ einen starken Duft auf der Hand, der erst allmählich verschwand, wenn man die Hände mit viel Seife und einen Schwamm rieb. Ein öliges, süßes Aroma. »Oh, die ist ja künstlich«, rief ich aus, und er tat, als sei er böse und empört. »Künstlich ist die da vom Supermarkt!« Sie waren süß und saftig. In jedem Stück, in jeder kleinen Scheibe war Geschmack. Ich schälte die Mandarine, trennte die Stückchen voneinander und biss hinein, eins nach dem anderen, ganz langsam. Ich ließ jeden Tropfen Saft auf die Zunge zergehen, wie ein Gas, das wohltuend in mich eindrang und mich erregte. »Diese Leute machen alles falsch«, sagte Großvater. »Sie essen das Obst nach dem Mittag- oder Abendessen, dann trinken sie Kaffee. Der Geschmack im Mund ist dann fort.« In Wahrheit aber regte er sich gar nicht darüber auf. Er nahm die riesigen Früchte aus den Supermärkten. Er öffnete die Apfelsinen, die Erdbeeren, Mangos, Ananas und Wassermelonen. Apfelsinen mit dicker Schale und wenig Fruchtfleisch, ohne jeden Geschmack, als würde man auf Papier kauen. Der Saft der Ananas schmeckte wie Wasser. Die Erdbeeren waren außen rot und innen weiß. Wenn man sie in Milch tauchte und mixte, gab das eine geschmacklose Mischung. »Sieh mal, was sie mit dem Obst machen!« Der Alte hasste alles, was mit Kunstdünger gezogen worden war. »Früchte und Blume werden aus der Erde geboren und ernähren sich aus der Erde!« Ich glaube nicht, dass sein Wahnsinn daher rührte. Einmal hatte mein Vater zu mir gesagt, Großvater sei wahrscheinlich bewusst geworden, was er jahrelang als Holzfäller getan hatte. Ich halte das für übertrieben. Aber der Kopf eines Menschen ist etwas sehr Kompliziertes. Ich weiß nur, dass mein Großvater, als er eingeliefert wurde, schrie, die Früchte auf der Welt seien gefälscht. Und eines Tages, er war 80, gelang ihm die Flucht. Man stelle sich das vor. Er sprang über die Mauer und versicherte, er werde in den Sertau gehen, weil man die Lastwagen aufhalten müsse. »Hast du ferngesehen?« Sie nickte schweigend. »Ich kenne Adelaides Schweigen. Normal ist es, wenn sie still durch die Wohnung läuft und ihre Hausarbeit verrichtet. Andere Male ist es drückend und verbreitet Unbehagen. Wenn sie bekümmert oder verstockt ist, kommen Falten und ihr Gesicht wirkt verknittert. Dann sieht sie alt aus. »Warum? Du siehst doch sonst vormittags nie fern.« »Ich bin früh aufgewacht, ich konnte nicht mehr schlafen.« »Besorgt wegen meiner Hand?« »Ja, und da sind noch andere Dinge. In der letzten Nacht gab es viel Lärm auf der Terrasse oben. Hast du nichts gemerkt? Ich habe wie ein Klotz geschlafen. Als seien da eine Menge Leute. Es hörte sich so an, als hätten sie Holz gespalten, genagelt und gesägt. Ob irgendetwas gebaut wird?« »Die Zivilitäre haben die Terrassen doch verschlossen. Erinnerst du dich?« »Wer weiß, vielleicht ist es irgendein Tier, ein Gambar.
Tiere, Susa? Beutelratten? Wo denn? Nur in deinem Kopf. Nicht einmal im Zoo gibt es welche, nur die ausgestopften im Museum, die du so gern ansiehst. Vielleicht ein Wunder? Ein Wunder? Nein, solche Wunder gibt es nicht. Mitgefangen, mitgehangen. Gott ist nicht dazu da, Dummheiten auszubügeln. Er ist da, um zu richten. Er wartet nur auf alle diese Menschen für die letzte Abrechnung. Wie kannst du nur so gläubig sein, Adelaide? Ich will das nicht mit dir diskutieren, Susa. Ich weiß, was du mir antworten wirst. Ich bin müde, habe letzte Nacht nicht geschlafen. Und heute Morgen gibt es kein Wasser. Du wirst ohne Kaffee weggehen müssen. Ich habe keine Geduld für Gespräche. Und lass uns diese Hand verbinden. Verbinden? Wozu denn? Sie ist schon vernarbt. Kann ja gar nicht. Du hast dich gestern verletzt. Du hast nicht einmal Zeit gehabt, zur Erste-Hilfe-Station zu gehen. Ich brauchte keinen Arzt und kein Krankenhaus. Das Loch ist entstanden und damit basta. Und es tut wirklich nicht weh? Überhaupt nicht. Erzähl mir, wie es kam. Hab ich schon. Es fing im Bus an. Ich spürte ein Jucken. Es juckte und die Handfläche fing an zu brennen. Als ich später hinsah, war das Loch da. Und wenn du dich bei der Gesellschaft beschwerst, was hat denn meine Firma damit zu tun? Deine nicht. Die Busgesellschaft. Die hat auch nichts damit zu tun. Du hättest Zeugen besorgen können. Einen Prozess könntest du anstrengen und gewinnen und Schadenersatz beantragen. Die Busse wegen Ansteckungsgefahr anzeigen. Ha, weißt du noch? Denk mal an Seo Germano aus dem kleinen Eckgeschäft. Seit wie vielen Jahren ist er pensioniert wegen Arbeitsunfähigkeit? Seit mehr als 20 Jahren sicher. Alles wegen eines Bienenstichs. In der Sozialversicherung gibt es Ärzte und Anwälte. Alle Welt weiß, dass die das regeln, Susa. Warum gehst du da nicht hin? Das System ist dazu da, dich zu bezahlen. Es wäre deine Rache gegen die Pensionierung von der Universität. Jetzt bist du dran, Susa. Geh jetzt hin. Lass uns zusammen gehen. Ich werde reden, du sagst nichts. So, als wärst du stumm, stündest unter einem Trauma. In solchen Augenblicken gerate ich ganz schön durcheinander. Ich höre Adelaide reden, ich gebe ihr Recht und doch wieder nicht. Ihr Kopf arbeitet schnell, wenn es um praktische Dinge geht. Und dies ist eine praktische Situation. Ihre Überlegungen sind nicht von der Hand zu weisen. Ich erlebe immer wieder Überraschungen mit Adelaide. Ihre Idee ist nicht schlecht. Ich könnte mich rächen. Für die Jahre, die das System mir schuldig ist. Wie bin ich herumgelaufen auf der Suche nach einer Stellung, immer mit dem verfluchten Stempel, vorzeitig pensioniert aus Sicherheitsgründen. Jetzt bin ich nicht einmal registriert. Mein Neffe hat mir diese Arbeit beschafft. Ich bin in die Enge getrieben. Etwas schuldig sein, nicht streiten können. Dankbar sein müssen. Ich mag ihn nicht. Ich fühle mich nicht wohl. Mit mir nicht wohl. Ich muss überleben. Ich habe Adelaide, ich unterstütze meine Eltern. Ich trage ein Paket von Rechtfertigungen mit mir herum, damit ich so bleiben kann, wie ich bin. Deshalb mag ich dieses Loch. Es zeigt mir plötzlich, dass es ein Nein gibt. Die Möglichkeit, alles zu verändern, von einem Tag auf den anderen. Ich liebe und ich hasse Adelaide. Was nützt es mir nicht, am System teilzuhaben? Ich müsste hingehen und noch eine vorzeitige Pensionierung erwirken wegen Körperbehinderungen. Ich würde nur das Minimum erhalten und hier und da Gelegenheitsarbeiten verrichten. Oder würde überhaupt nichts tun, den ganzen Tag nur herumstreifen. Würde Wassermarken verkaufen, Zirkulationsmarken und Zulassungskarten für die Imbissstuben. Wie ein Straßenverkäufer oder Schmuggler. 40% der Bevölkerung lebt davon. Wovon soll ich sonst leben, wenn nicht davon? Plötzlich hasse ich meine Frau, weil sie an diesem ganzen Spiel teilhaben will.
Ich bin weder ein Engel, noch bin ich naiv. Auch bin ich kein Don Quixote, aber ich weigere mich mitzumachen und dazu beizutragen, dass alles vorangeht. Bisher geht gar nichts voran. Alles steht still. Verzweiflung plagt die Welt. Bis jetzt konnte ich alle Härten umgehen. Aber heute muss ich ohne Frühstück fort. Wenn es kein Wasser für den Kaffee gibt, wird es auch keins für das Mittagessen geben. Auch nicht zum Abendbrot. Wir werden künstlichen Aufschnitt mit Mayonnaise aus Scheiße essen müssen. Ich muss eine Flasche Wasser stehlen. Was ist, gehen wir nun zur Sozialversicherung oder nicht? Nein, ich gehe nicht. Das kann ich nicht tun. Du bist dumm, Susa. Habe ich schon immer gefunden. Warum hast du mich dann geheiratet? Weil ich dich trotz allem liebe. Merkt man das nicht? Manchmal schon. Ich glaube, du musst gehen. Denk darüber nach. Lass den Gedanken in dir reifen. Du bist so langsam und grübelst da vor dich hin. Unglaublich, sie weiß Bescheid. Ich denke langsam. Ich könnte mich sogar für die Sozialversicherung entscheiden, diesem System Geld wegnehmen. Ich sollte eine Runde durch das Viertel der Leute, die sich den Bauch vollgeschlagen haben, drehen, ihre Häuser betrachten, das Wasser, das sie in ihren Gärten und Schwimmbädern verbrauchen. Dann würde ich wütend und traurig sein und mich auflehnen. Ich weiß nicht, ob das etwas nützen würde. Seit den düsteren Monaten der Suche und Attentate ist das Viertel isoliert. Ohne besondere Marke, die goldene, kann man den Distriktzugang nicht passieren. Wie man hört, verlassen die sich den Bauch vollgeschlagen haben, nie ihre Häuser. Sie leben unter sich, sind sich selbst genug. Außerdem weiß ich nicht einmal, wo es liegt. Ob es überhaupt existiert. Die Pakete liegen auf dem Tisch, warten auf dich. Ich werde gleich alles verwahren. Gestern war ich traurig, Susa. Du hast etwas vergessen. In 32 Jahren hast du zum ersten Mal vergessen, am 5. Januar zu Hause Mittag zu essen. Der Tag war anders als sonst, Adelaide. Ich war durcheinander. Mit diesem Loch in der Hand war ich nicht ganz bei mir. Du bist immer gekommen. Ob bei Wind, Unwetter oder Krankheit. Und gestern? Nichts. Ich habe mir das sehr wohl gemerkt, Susa. Es war Rücksichtslosigkeit. Einmal in 32 Jahren und du redest von Rücksichtslosigkeit. Du solltest das verstehen. Ja, natürlich, dass du mir gegenüber nicht mehr dasselbe bist. Nicht dir gegenüber, mir und der Welt gegenüber. Also jetzt komm mir nicht damit, dass du durcheinander warst. Mein Vater tat genau das Gleiche mit meiner Mutter. Und sie hat das viel zu lange ausgehalten. Denk nicht, dass ich das Gleiche tue wie sie. Was soll denn das, Adelaide? Ich versuche herauszufinden, was mit dir los ist, was du vorhast. Ich spüre einen merkwürdigen Geruch in der Luft. Ich auch, aber das ist ein anderer Geruch. Anders? Ja. Ich brauche etwas mehr Klarheit um mich herum. Ich fühle, dass es um uns herum ist. Wenn du von einem Thema ablenken willst, bist du grandios. Du vertust dich und sagst Dinge, die niemand versteht. Was ist um uns herum? Die Probleme sind hier, in diesen vier Wänden. In den ersten Jahren versuchte ich, mit ihr zu diskutieren. Dann gab ich immer nach. Ich hätte mich weiter mit ihr streiten sollen. Es war sogar anregend. Aber ich kam so erschöpft von der Universität zurück. Die Auseinandersetzungen mit der Verwaltung reichten mir schon. Die Fragen, auf die ich den Studenten nicht antworten konnte. Die durch die Hitze bedingte physische Erschöpfung. Entschuldigungen. Ich war umgeben von Entschuldigungen. Ich kann nicht mehr. Dieses Loch hat mir plötzlich eine Kraft gegeben, mit der ich nicht gerechnet habe. Das war mir nicht klar. Ich brauche sie.
Seit ich heute Morgen aufgewacht bin, komme ich mir wie ein Fremder in der Wohnung vor. Die geht mich nichts mehr an. Ich will fort, raus, durch die Stadt streifen, die Welt sehen. Ruf deinen Neffen an, lad ihn jetzt irgendwann zum Abendessen ein. Da wir gerade von ihm sprechen, ich habe etwas Trauriges an ihm bemerkt, als wir uns neulich trafen. Etwas Trauriges? Der Beutel. Jetzt trägt er auch so einen von diesen Beuteln, die zur Ausstattung gehören. Und was ist daran Schlimmes? So viele Leute benutzen sie, darüber braucht man sich doch nicht zu entsetzen. Es ist nicht zum Entsetzen, aber es ist traurig. Es muss unangenehm sein, unter der Kleidung ein Stück Eingeweide in einem Plastikbeutel mit sich herumzutragen. Besser als tot zu sein. Es gibt Tage, da kann man sich mit dir einfach nicht unterhalten, Adelaide. Ruf ihn an und sag ihm, er soll zum Abendessen kommen. Ohne Wasser? Übermorgen bekomme ich meine Zuteilung an Marken. Er kann Samstag kommen. Samstag? Da habe ich die Novene des Heiligen Herzens. Dann also zum Mittagessen am Sonntag. Unsere Mittagessen Sonntag sind so langweilig. Du gehst raus und trinkst was an der Eckbude, kommst zum Essen nach Hause und schläfst den ganzen Nachmittag. Jetzt fang nicht wieder damit an. Lad den Jungen am Sonntag zum Mittagessen ein. Seine Mutter kann auch kommen. Ach ja? Ja. Und die Pakete? Heute Abend verstaue ich sie. Im Dunkeln? Unsinn. Gut. Lass mich ein Pflaster auf dieses Loch kleben. Auf das Loch? Nur über meine Leiche. Adelaide sah mich flehend an. Verloren. Als säße sie auf einem Eisblock und rutschte an einem heißen Tag eine steile Straße hinunter. Das Eis unter ihr schmilzt und sie weiß, dass es sich wundschürfen wird. So hat sie mich erst ein einziges Mal in meinem Leben angesehen. Als ich ihr sagte, lass uns heiraten.